So, also, liebe Niedersachsen, nachdem ich jetzt gelesen habe, dass die ganzen Ministervögel da im Wirtschaftsministerium oder Sozialministerium von der SPD oder so, dass die ganzen Jahre die öffentlichen Aufträge an ihre Bekannten und Verwandten vergeben haben, anstatt dass sie das öffentlich aufschreiben, so wie sich das gehört, da habe ich mir überlegt, was die können, das kann ich auch. Also, anstatt dass der nächste Ministerpräsident öffentlich gewählt wird, ernenne ich hiermit meinen Schwager, den Hinnerk Siefgen aus Aurich, zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Zur Wahl am 15.10. braucht ihr also nicht mehr hingehen, die ist hiermit entschieden. Hinnerk, du machst jetzt den Job. Ach ja, der Wirtschaftsminister, das wird jetzt meine Frau, die setzt sich dann schön in den Aufsichtsrat von VW. Das mit dem Dieselbeschiss, das kann die nämlich viel besser. Und von den Boni kann die sich dann ja auch noch eine Grünpolitikerin kaufen, wenn das nötig ist. Also, am 15.10. nicht zur Wahl gehen. Die ist hiermit bereits entschieden. Ihr könnt zu Hause bleiben und, keine Ahnung, Dschungelcamp gucken oder was weiß ich. Ne? So, tschüss. Euer Walter Graupe. Wir hätten eine bessere Idee, auf diese Schiebereien zu reagieren. Am 15.10. die Linke wählen. Mindestens mit der Zweitstimme. Denn nur mit der Linken im Landtag verhinderst du 5 Jahre Schwarz-Gelb. Gelb.